Hartelijk welkom bij Estafette. We staan hier midden in het stadspark van Würzburg met een schitterend uitzicht op de torens en het kasteel van deze stad. Hier vlakbij woont en werkt Willigis Jäger, een Benedictijner monnik die in de jaren 70 naar Japan trok om zich te bekwamen in de Oosterse mystiek. 12 jaar later kwam hij als zenmeester terug en hij stichtte hier in Würzburg een interreligieus spiritueel centrum voor meditatie en gebed. Mag ik u voorstellen aan Willigis Jäger. Was sind Ihre liebsten Kindheitserinnerungen? Das ist wohl die Natur auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine ganz wichtige Begegnung oder ein wichtiges Erlebnis in der Kirche. Das hatte ich, da war ich wahrscheinlich noch gar nicht in der Schule. Meine Mutter nahm mich mit in die Kirche und hinten wurde der Rosenkranz gebetet von ein paar alten Frauen, so richtig geleiert. Und vorne waren viele Kerzen am Altar. Weihrauch, das war das, was wir ewige Anbetung nennen in der katholischen Kirche. Es war eine ganz bestimmte Atmosphäre, eine ganz bestimmte Energie, und die mich wohl zum ersten Mal in meinem Leben herausgehoben hat aus dem Alltagsbewusstsein. Ich konnte mir das damals nicht erklären, aber ich wusste seit diesem Zeitpunkt, es gibt etwas, was hinter all dem Vordergründigen nur zu finden ist. Man kann es Gott nennen, man kann es anders nennen. Ich gab ihm überhaupt keinen Namen. Ich wusste nur, da existiert etwas und dem bin ich absolut verpflichtet. Und das hat mich mein ganzes Leben lang auch geleitet, dieses Erlebnis. Ich habe den Eindruck, ich bin nicht erzogen worden, sondern die Erziehung hat sich von ganz allein ergeben, dadurch, dass wir es 7 Geschwister waren, jeder seinen Platz wusste. Ich könnte auch kein traumatisches Erlebnis aus meiner Kindheit erzählen, wo heute so viele von frühkindlichen Verletzungen sprechen. Ich habe da immer große Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Ich meine, dass ich eine sehr harmonische Kindheit verlebt habe, bis zum 12. Lebensjahr. Und dann gab es einen Bruch, der für mich sehr hart war. Ich musste aus dieser geborgenen Familie heraus in ein Internat, damit ich das Gymnasium besuchen konnte. Das war für mich eine ganz schwere Zeit, die mich allerdings auch sehr selbstständig gemacht hat dann, aber die mir sehr, sehr zugesetzt hat. Ich habe richtig Heimweh gehabt. Aber das ging vorbei und dann war ich hier in diesem Haus als Schüler mit 15 Jahren, 16 Jahren, und habe die Aufhebung der Abtei Münster-Schwarzach mitgemacht. Die Aufhebung? Die Aufhebung durch die Nazis. Ja. Die Nazis haben die Abtei aufgehoben, das heißt, also haben die Mönche vertrieben, haben ein Lazarett draus gemacht. Und ich war hier Schüler und ich erinnere mich noch, dass ich manchmal am Samstagnachmittag, wenn ich von der Schule kam, Hirtenbriefe ausgefahren habe an die Dekane, die nicht mit der Post verschickt werden durften. Zwischen meinen Schulbüchern hatte ich die Hirtenbriefe und habe sie dann manchmal bis zu 100 Kilometer am Tag ausgefahren an die Dekane von Kallstadt, von Gemünden, von Lohr und so weiter. Wie haben Sie das erlebt? Also die ganze Kriegsdramatik habe ich eigentlich erst sehr viel später erlebt. Und ich will sagen, in ihrem ganzen Ausmaß habe ich sie eigentlich jetzt noch einmal erlebt bei der 50. Jahrestag des Kriegsendes, wo so verschiedene Filme das ganze Leidvolle dieser Situation zusammengetragen haben. Mhm. Wir waren ja im Krieg sehr abgeschirmt. Es gab nur einen Volksempfänger. Man hat, jedenfalls ich hatte keine Möglichkeit, einen Auslandssender zu hören. Wir wurden indoktriniert von der Presse, es gab hier nur eine gleichgeschaltete Presse. Wir wussten eigentlich nicht alles, was in der Nazizeit mit unseren Mitmenschen geschehen ist. Das ist etwas, was mir sehr viel später erst aufgegangen ist und vor allem noch einmal ganz wirklich tragisch aufgegangen ist beim 50. Jahrestag des Kriegsendes, wo
die ganze Misere, auch die ganzen Untaten noch einmal zusammengetragen worden sind. Mhm. Ja. Und Ihre Familie, wie hat sie reagiert? Also meine Mutter, ich höre immer noch meine Mutter sagen zu meinem Vater, halte deinen Mund, du kommst ins KZ. Mein Vater hat sich also sehr oft ausgesprochen gegen die Nazis. Aber letztlich konnte ja auch keiner ohne weiteres etwas machen. Und es hat mich sehr geprägt, diese ganze Zeit natürlich. Ja. Und, aber hat eigentlich meinen Weg direkt ins Kloster nicht beeinflusst, der war von vornherein klar. Sie haben ein Zen-Training in Japan gemacht. Warum Zen? Ich trat ins Kloster ein und habe mich damals schon sehr interessiert für Kontemplation, also für den mystischen Weg. Und ich habe das getan, was man als Novize normalerweise nicht tut. Ich habe alle die Bücher gelesen, die hinten im Noviziats, in der Noviziatsbibliothek standen, die über Mystik gingen, Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila, die Wolke des Nichtwissens. Und das hat mich angeregt, gleich einen Weg zu praktizieren nach der Wolke des Nichtwissens mit einem Wort, mit einem Laut, den ich ständig wiederholt habe. Das hat mich auch in die ersten Erfahrungen geführt damals. Und als ich durch meine Reisen, ich musste sehr viele Reisen machen, veranlasst durch Miseria, durch Missio, kam ich auch nach Japan, habe Pater LaSalle kennengelernt und kam in Kontakt mit dem Buddhismus und habe eben da erfahren, dass es Zen-Meister gibt, lebendige Meister gibt, die aus einer langen Tradition heraus ihre Erfahrung dem Schüler mitteilen in Bezug auf den Weg. Gegeben wird im Zen nichts. Der Zen-Meister versucht nur, die gleiche Erfahrung, die er gehabt hat, in seinem Schüler zu wecken. Ja. Und sobald ich eben die Gelegenheit hatte, nach Japan zu gehen, habe ich sie auch ergriffen und bin dann 1975 für 6 Jahre nach Japan gegangen, habe unter einem buddhistischen Meister, Yamada Ko-un Roshi, Sazen gemacht, ganz intensiv, ausschließlich. Und war dann auch noch weitere 6 Jahre mit ihm in enger Verbindung und bekam dann nach 12 Jahren, 1981, bekam ich eine Lehrbeauftragung von ihm. Wie hat es Ihr Leben verändert? Es hat zunächst einmal mein religiöses Selbstverständnis verändert. Ja. Wieso? Die Erfahrung führt in einen Bewusstseinsraum, der bildlos ist, der begrifflos ist, der hat keine Konzepte, keine Vorstellungen kennt, auch nicht von Gott. Er führt in eine Erfahrung, die Eckhart Gottheit nennen würde, die wir im Zen Leerheit nennen. Das heißt also einen bildfreien, strukturfreien Raum. Können Sie ein Beispiel geben? Wie hat es das verändert in Ihrem Leben, zum Beispiel das Gottesbild? Die Religion vermittelt den Menschen Gottesbilder. Und diese Gottesbilder, die sind so etwas wie Glasfenster. Die Glasfenster sagen etwas aus über das Licht dahinter. Aber sie sind nicht das Licht. Und alle Religionen haben Glasfenster, verschiedene Glasfenster. Und versuchen in ihrer Weise, nach ihrer Kultur, nach ihren Bildern, Lebensformen etwas auszusagen über das Licht dahinter. Und in dem Moment, wo man das Licht erkennt hinter all den Bildern, werden die Bilder relativ. Sie verschwinden nicht, aber sie haben eine relative Aussage. Ja, sie sind nicht das Licht selber. Sie können nicht absolut gesetzt werden. Damit kann ich aber auch keine Dogmen absolut setzen. Auch Dogmen sind ja nichts anderes als Konzepte von einer Wirklichkeit, die etwas ganz anderes ist, als dieser intellektuelle Begriff zum Ausdruck bringt. Alle Begriffe, alle Worte, auch die heiligen Schriften sind ja nur Erzählungen über eine Wirklichkeit, die im Bild, im Begriff letztlich nicht festgehalten werden kann. Und so verändert sich natürlich das religiöse Selbstverständnis, mein Gottesbild, meine Weltsicht, mein Christusverständnis und damit natürlich auch das Verständnis von Dreifaltigkeit oder von den Sakramenten auch. Ja, Sakramente haben für mich eine große Bedeutung, aber eine ganz andere Bedeutung, als sie früher für mich hatten. Also Sakramente haben für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen, eine wichtige Bedeutung bekommen. Das sind Rituale, die wir Menschen brauchen. Und wir brauchen Rituale als Menschen. Wir wollen ja das, was wir erfahren, auch ausdrücken.
Wir wollen es feiern, was wir sind, und dazu dienen die Rituale. Zen hat zwei Säulen. Die Säulen heißen Weisheit und Mitgefühl. Weisheit gleichbedeutend mit Realisierung der Wirklichkeit. Im Zen spricht man ja überhaupt nicht von einer Erleuchtungserfahrung. Man spricht von einer Realisierung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit so zu erkennen, wie sie ist. Vielleicht können wir später nochmal darauf zurückkommen. Die Zen Erfahrung, die Realisierung der Wirklichkeit wird Weisheit genannt. Und wenn ich wirklich eine solche Erfahrung mache, dann ist sie gleichbedeutend mit einem ganz großen Wohlwollen, mit einer ganz großen Liebe, würden wir in Europa sagen. Weisheit und Mitgefühl, Weisheit und Liebe sind nicht zu trennen. Wenn ich wirklich Weisheit habe, dann gehört dazu auch das Mitgefühl und die Liebe. Und es gibt keine wirkliche Liebe ohne diese ganz tiefe Erfahrung der Einheit mit allen Wesen, ja. Und das ist eigentlich auch die Grundlage für alle Ethik im Zen. Wenn ich wirklich erfahre, dass der andere eins ist mit mir und dass alle Dinge eins sind, dass diese Abgrenzung der Ich-Struktur plötzlich verschwindet, dann leide ich ja auch an dem, an was der andere leidet. Dann ist das Leid des anderen mein Leid geworden und die Freude des anderen meine Freude geworden. Daraus ergibt sich ein ganz bestimmtes Handeln. Wie Augustinus sagt, ama et fac quod vis, Liebe, dann kannst du tun, was du willst. Die Liebe wird dir immer sagen, was du zu tun hast. Die wird dir immer, wenn es notwendig ist, auch eine Schranke geben für Dinge, die du nicht tun kannst, der Liebe wegen. Nicht, weil es befohlen ist, sondern weil du der Liebe wegen das gar nicht tun kannst. Sie haben viele Schüler, auch aus dem Ausland. Was suchen Sie bei ihnen? Ich habe viele Schüler, auch jetzt aus den östlichen Bundesländern, wo Menschen kommen, die nicht getauft sind zum Beispiel, die keine religiöse Erziehung bekommen haben. Das sind Menschen, die tief religiös sind, aber die meisten kommen in ihren Kirchen oder in ihren Glaubensvorstellungen nicht mehr zurecht. Sie wissen oder ahnen, es gibt noch etwas, was mir Lebenssinn, Lebenshilfe geben könnte, etwas, was ich in meiner Religion, so wie sie jetzt verkündet wird, von der Kanzel am Sonntag nicht finde. Und sie kommen dann hierher und erfahren von diesen Wegen in die Erfahrung, dass sie nicht unbedingt eine Konfession brauchen. Die meisten sind von einer Konfession, wie ich auch, auf den Weg gesetzt worden. Aber sie brauchen nicht unbedingt eine Konfession, um in eine solche Erfahrung zu kommen. Sondern diese Wege in die Erfahrung sind für mich transkonfessionelle Wege, auch wenn sie von Religionen angeboten werden. Das ist natürlich ein sehr, sehr gefährliches Wort. Aber für mich ist Kontemplation, der Sufi-Weg, der Zen-Weg, der Yoga-Weg, ein Weg, der letztlich über jede Konfession hinausführt. Es gibt ein interessantes Wort eines spirituellen Führers der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ein Engländer, Chapman, der einmal schreibt, ich habe 15 Jahre lang Johannes vom Kreuz falsch gelesen. Ich habe mich geärgert über ihn. Ich habe ihn für einen Buddhisten gehalten. Und Teresa war für mich nun das Ideal mit ihrer Jesusvorstellung und so weiter. Bis ich erkannt habe, dass man aus Johannes vom Kreuz das ganze Christentum wie aus einem Schwamm herauspressen kann. Was übrig bleibt, ist der zeitlose Mystiker. Und das ist für mich entscheidend. Mystik ist für mich zeitlos. Wir nennen sie nach Leibniz Philosophia per ennis, ewige Philosophie, was mit Philosophie nichts zu tun hat, sondern einfach ein Weg ist, der in eine Erkenntnis, in eine Erfahrung führt, die jenseits der Konfessionen steht, die Konfessionen übersteigt, überschreitet. Thank you.
Also Sie reden von dieser Ich-Struktur, aber ist das nicht schwierig zu verstehen für den sogenannten normalen Mensch? Ja, kümmert er sich nicht mehr um den Alltag? Das Ich ist für den Alltag geschaffen. Das Ich ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Organisationszentrum, ein Funktionszentrum, in dem sich und durch das sich eine viel tiefer liegende Wirklichkeit ausdrückt. Dieses Ich, für mich unfassbar, kognitiv kann man das überhaupt nicht nachvollziehen. Der Kosmos brauchte 16, vielleicht 18 Milliarden Jahre, sagt uns die Naturwissenschaft, bis eine Spezies kam, die ich sagen konnte. Was war denn in den 16 Milliarden Jahren vorher? Was war der Sinn des Kosmos in den 16 Milliarden Jahren vorher? Sind wir wirklich die Krone der Schöpfung? Hat der Kosmos wirklich auf uns gewartet? Sind wir nicht viel mehr Zufallsprodukte, wie uns die Naturwissenschaft sagt, wenn der Asteroid 65 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung nicht in der Nähe von Mexiko eingeschlagen wäre, die ganze Atmosphäre verdunkelt hätte, die Saurier nicht mehr genug zu fressen gehabt hätten, ausgestorben sind, hätte der Mensch keine Chance gehabt zu erscheinen. Sind wir Zufallsprodukte? Was ist der Sinn? Was ist der Sinn dieses ganzen evolutionären Geschehens? Ja, was sagen Sie? Eine Wirklichkeit, die wir Abendländer seit einigen tausend Jahren Gott nennen, die Eckhart Gottheit nennt, die Usunyata nennt, diese Wirklichkeit vollzieht sich als dieses Geschehen. Sie ist dieses Geschehen und sie hat ihre letzte Sinndeutung nicht im Menschen gefunden. Auch diese Spezies, die sich stolz Homo sapiens nennt, kann ja wieder aussterben. 99% aller Spezies, die es einmal gab auf unserer Erde, sind ausgestorben. Warum sollte denn der Mensch ewig leben? Spätestens, wenn das Sonnensystem kollabiert, wird er aussterben. Wahrscheinlich schafft er es schon vorher. Aber was ist denn dann der Sinn der Evolution, des Kosmos, wenn der Mensch auch wieder von der Bühne verschwindet? Wir können natürlich sagen, es gibt andere geistbegabte Wesen, wovon ich fest überzeugt bin, in diesem gewaltigen Weltenraum. Warum sollte nur auf diesem Staubkorn Erde so Leben entstanden sein, wie wir es hier kennen? Ja? Das ist nicht an diesen Planeten Erde gekoppelt. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir unsere Welt kreieren. Draußen, sagt uns die Wissenschaft, gibt es ja gar keine Farbe. Es gibt kein Rot, kein Grün, es gibt nur Schwingungen. Und unser Gehirn verarbeitet diese Schwingungen in Grün, in Rot, in Blau und manche Schwingungen in Töne, hohe Tiefe, manche Schwingungen in Wärme, Kälte und manche Schwingungen in Licht. Draußen gibt es auch kein Licht. Aber wir haben die Fähigkeit, ganz bestimmte Schwingungen in das zu verwandeln, was wir Licht nennen, um zu sehen. Die Eule verwandelt ganz andere Schwingungen, um bei Nacht zu sehen. Wir kreieren also eine Welt. Und die Tümmler, die Wale und die Delfine haben relativ zu ihrer Körpergröße das gleiche Gehirn wie der Mensch. Ja? Ich bin fest überzeugt, dass sie ein sehr umfassendes Bewusstsein haben. Aber wie das konstruiert ist, was sie erleben, das wissen wir nicht, können wir nicht wissen. Wir versuchen, Kontakt aufzunehmen, aber es ist unglaublich schwer. Wir können aber nicht sagen, dass die Welt, die diese Wesen kreieren, aufgrund ihrer Gehirnstruktur, eine schlechtere Welt ist als die unsere. Ja? Also für mich sind viele Dinge relativ geworden, wie Sie sehen. Ja? Und trotzdem ist für mich das Spirituelle das Entscheidende. Das Spirituelle soll mir sagen, da ist eine Wirklichkeit, die sich vollzieht als das, was da ist. Ja? Sie ist das Kommen und das Gehen. Sie ist das Geborenwerden und Sterben. Sie ist diese neue Formation eines Sterngebildes. Ja? Wir sprechen ja heute von Blasen, dass der Kosmos nicht aus einem Kosmos besteht, sondern aus vielen Kosmen, die wieder in Beziehung zueinander stehen. Dass dieses gewaltige kosmische Geschehen das eigentlich ist, dass dahinter etwas ist, was ich Bewusstsein nenne, aber kein rationales Bewusstsein. Dieser Kosmos ist nicht rational strukturiert, der ist nicht am Reißbrett gemacht, ja. Sondern dahinter ist ein Bewusstsein, das sich ganz anders entfaltet und dieses Bewusstsein könnte ich also Gott nennen. Ja. Aber das ist nicht etwas, was ich festmachen kann irgendwo. Es ist ein Vollzug.
Aber Sie sagen, dass im Christentum ja, die Kontemplation verloren gegangen ist. Kontemplation ist in den letzten 200 Jahren verloren gegangen. Schuld daran ist sicherlich die Rationalisierung des ganzen Lebens, auch der Wissenschaft. Und man hat auch die Theologie dann sehr rational betrieben und mit Gottesbeweisen und so weiter. Und hat vor allem durch einen spirituellen Weg, der von den Jesuiten gelehrt worden ist, die ignatiatischen Exerzitien, die sehr stark intellektualistisch gegeben worden sind, wo nur der Verstand angesprochen worden ist, der Wille angesprochen worden ist, man musste nachdenken, einen guten Vorsatz machen. Dadurch ist das eigentlich Kontemplative in den christlichen Kirchen verloren gegangen. Aber sind Mystik und Rationalismus Gegensätze? Mystische Erfahrung und rationales Erkennen sind keine Gegensätze. Absolut nicht. Wir brauchen uns diese Ich-Struktur, wir brauchen unsere Ratio, wir brauchen unseren Willen, unser Gedächtnis. Als Menschen, das macht uns ja zu Menschen. Und das war ein gewaltiger Fortschritt in der Evolution, dass Wesen kommen, die diese Fähigkeiten haben. Wir brauchen das. Und auch der Mystiker braucht das. Nehmen Sie Teresa her, mit ihren vielen Klöstern, die sie gegründet hat, das zu organisieren, sich durchzusetzen gegen Instanzen, die das nicht wollen und so weiter. Sie braucht ihren Willen, sie braucht ihre Ratio, sie braucht ihren ganzen Charme auch, um da das wirklich ins Leben zu rufen, was sie vorgehabt hat. Aber es ist doch eine Gefahr. Die Gefahr, die wir heute haben, eben, dass die Ratio eine Art Hypertrophie gebracht hat. Wir sind nur in diesem rationalen Bereich. Und dieser rationale Bereich, der ist sehr stark behaftet mit einem schrecklichen Egozentrismus, ja, einer Egomanie, die wir erleben beim Einzelnen heute. Nehmen Sie die ganze Auseinandersetzung um die Arbeit her. Ich habe Arbeit, davon gebe ich nichts her. Ja. Oder nehmen Sie den Egoismus des Clans her. Schauen Sie nach Jugoslawien, wo wieder die einzelnen Gruppen sich durchsetzen wollen. Schauen Sie in den Sudan, ja, wo wieder die einzelnen Gruppen, auch religiöse Gruppen, sich durchsetzen wollen. Schauen Sie nach Burundi. Und es geht immer darum, diesen Egozentrismus, den wir vielleicht brauchten, um uns durchzusetzen als Spezies. Wir brauchten als Spezies, um überhaupt zu überleben, brauchten wir, ja, ich würde sagen, Wut, Aggression, auch Angst, laufen zu können, wenn es so gefährlich wurde. Wir brauchten diese Qualitäten, diese Passion, um uns als Wesen durchzusetzen. Und heute sind sie kontraproduktiv. Heute müssen wir sie langsam zurücknehmen. Oder
Sie müssen eben von einer viel breiteren Bewusstseinsschicht umfangen werden, was ich das transpersonale Bewusstsein nenne. Und ich glaube auch, dass dieses transpersonale Bewusstsein die nächste Entwicklungsstufe des Menschen ist. Ja. Der Mensch hat sich aus einem archaischen Vorbewusstsein in das magische Bewusstsein hinein entwickelt. Ich zitiere hier Shaw Gebse. Aus dem magischen Bewusstsein in das mythische Bewusstsein. Die Welt war bevölkert von Göttern, die den Menschen geleitet haben und so weiter. Das mythische Bewusstsein reichte auch nicht mehr eines Tages. Es entstand das mentale Bewusstsein, mit dem wir heute da sind. Und wir erkennen, dass wir mit dem mentalen Bewusstsein wieder an eine Grenze geraten sind. Sie sprechen von einer neuen Ebene in der Evolution. Und die nächste Ebene ist die transmentale Ebene, die transpersonale Ebene. Und das ist diese Ebene einer tieferen, umfassenderen Erfahrung. Shaw Gebse nennt sie die aperspektivische Ebene, wir nennen sie einfach die mystische Ebene, die eben das bringt, was wir vorhin genannt haben, Weisheit und Liebe. Ja? Und diese Ebene, die bahnt sich an, vielleicht dauert es ja Millionen, bis wir als Menschen dort angekommen sind, aber das ist für mich die einzige Rettung für die Spezies Homo sapiens überhaupt. Man sagt oft, dass die Mystik eine Weltflucht ist. Ja. Was halten Sie davon? Das hat es gegeben, gibt es heute noch, auch vor allem im Yoga, dass man sich zurückzieht so in irgendeine Höhle im Himalaya, herunterschaut auf diese schnöde Welt. Das ist für mich Pseudomystik. Erich Neumann würde das nennen, eine Flucht zurück in den Ouroboros, in den Mutterschoß, in die heile Welt, die es eigentlich nicht gibt. Ja. Echte Mystik ist weltzugewandt, ist kreativ, ist sozial und tritt wieder nach außen. Wenn ich wirklich diese Urerfahrung mache, dieser Wirklichkeit, die keinen Namen hat, dann erfahre ich, dass sie unglaublich kreativ ist. Daher kommt doch das alles, was da existiert. Und dann kriege ich Anteil an dieser Kreativität. Und das heißt also, ich gehe in meinen Alltag. Ich versuche, das zu verwirklichen in meinem Alltag, in meiner Gemeinschaft, in meiner Familie, in meiner Partei, in der Politik, in der Gesellschaft, in meinem Betrieb und so weiter. Dann kann man Mystiker sein. Aber klar, nehmen Sie Dacamersköld her, der erste Generalsekretär der UNO, der sicherlich einiges mehr im Kopf hatte, ja, der offensichtlich auch ein Mystiker war. Das ist das Ziel der Mystik. Die Mystik hat sich zu bewähren im Alltag. Das Mysterium findet am Hauptbahnhof statt, hat es einmal einer genannt. Da hat er sich zu bewähren. Das hat Ihr Leben grundsätzlich verändert. Das hat mein Leben verändert. Ich bin sehr dankbar meiner Gemeinschaft, dass er mich überhaupt diesen Weg gehen ließ. Denn es ist gar nicht selbstverständlich, dass eine benediktinische Gemeinschaft einem Angehörigen erlaubt, 6 Jahre nach Japan zu gehen, einen buddhistischen Tempel Sazen zu machen. Ich bin meiner Gemeinschaft sehr dankbar, die sehr offen ist. Benediktiner waren im Grunde immer offen für eine weitere Entfaltung des christlichen Glaubens, weil sie nicht festgelegt waren auf eine ganz bestimmte Spiritualität. Und meine Gemeinschaft hat mir auch dieses Haus zur Verfügung gestellt. In diesem Haus kann ich also Kurse geben. Und es wird mir praktisch über meine Gemeinschaft ermöglicht, anderen Menschen auf diese Weise zu helfen. Schwierigkeiten gehabt mit der Kirche wegen ihrer Tätigkeit? Es gibt natürlich Menschen, die mit dem nicht einverstanden sind, nicht einverstanden sein können, was ich sage. Und warum auch nicht? Ich möchte niemand festlegen auf das, was ich lehre, was ich erkenne und sage. Aber ich möchte auch, dass wir eine Kirche haben, die ein breites Dach hat, in dem die Fundamentalisten noch einen Platz haben, aber auch die andere Seite, von mir aus, ich will das Wort Liberale hier nicht gebrauchen, das hat einen schlechten Klang, ja, aber auch die, die einfach freier mit ihrem Glaubensbekenntnis umgehen. Ja. Und ich huldige da einem Wort, das ich oft gebrauche, von Erasmus von Rotterdam,
Alles, was ich sage, sei Gespräch, nichts sei ein Rat. Und ich würde nicht so kühn reden, wenn Sie mir folgen müssten. Also, ich möchte keinen überzeugen, aber wer sich angesprochen fühlt, ja, und das spürt jeder in seinem tiefsten Innern, das ist ein Weg für mich, der wird dann einen solchen Weg auch gehen. Aber ich muss noch hinzufügen, was Eckhart gesagt hat. Eckhart hat einmal gepredigt und er war nicht so sehr überzeugt, dass das, was er gesagt hat, auch angekommen ist. Ja. Und er endet seine Predigt: Wer diese Predigt verstanden hat, dem verkündige es wohl. Aber wäre niemand da gewesen, hätte ich sie dem Opferstock da hinten predigen müssen. Das heißt also, er ist überzeugt. Ich habe das zu sagen, das ist meine Überzeugung. Ja. Ob die anderen mitgehen können, ob sie mitgehen wollen, das ist eine ganz andere Frage. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Probleme unserer Gesellschaft? Der Egozentrismus, der sicherlich für den Menschen wichtig war, um sich durchzusetzen, der aber jetzt einfach kontraproduktiv ist. Und jedes Zusammenwachsen, sei es gesellschaftlich, sei es politisch, immer noch verhindert. Und dem entgegenzuwirken, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die Ethik. Du sollst, du musst, du darfst nicht. Und da hat sich herausgestellt, dass sie im Grunde genommen den Menschen kaum verändert hat. Und die zweite Möglichkeit sehe ich darin, und das ist eine sehr langwierige Sache, dass der Mensch wirklich durchstößt in neue Bewusstseinsebenen, wo er die Einheit erfährt. Wo er erfährt, ich bin eins mit dem anderen und nicht nur mit dem anderen Menschen, auch was auch Tiere, Pflanzen, was die ganze Welt einschließt. Ja? Und dass nur in dieser Einheitserfahrung letztlich der Mensch eine Basis finden wird, um menschenwürdig auf dieser Welt zu leben. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Willi Gis.